Hallöchen, ich grüße euch. Hier ist mal wieder der Carsten vom Archon-Channel. Ihr schaut euch den Teil 4 des Heut-Museums an. Und heute kann ich euch versprechen, gibt es ein richtig echtes Schmankerl zu sehen. Einen Reiser, den ihr höchstwahrscheinlich extrem selten, wirklich richtig selten zu sehen bekommt. Denn wir reden hier über nichts anderes als über ein 25-Zoll-Einhorn. Diesen Reiser, das ist schon fast eine Legende, das Ding. Er wurde nur ganz kurz verkauft, weil das war zum 30-jährigen Jubiläum der ersten Goldmedaille von Heut bei Olympischen Spielen. Zu diesem Jubiläum wurde dieser Reiser, der jetzt folgt, aufgelegt und auch nur in diesem einen Jubiläumsjahr verkauft. Und er war nicht günstig. Er war richtig teuer, weil er stellte zu diesem Zeitpunkt wirklich State of the Art dar. Das war das, was maximal möglich gewesen ist. Mehr ging nicht. Es war seinerzeit schon ein Stückchen zu weit voraus, für einige Sachen zumindest. Und ja, steigen wir mal ein, ne? Es ist wieder ein Bügelreiser. Dieses Mal allerdings in einem schlichten Kobaltblau. Da ist jetzt keine Wolkenbildung drauf. Aber bei diesem Ding hier ist einiges anders. Also erstmal vom Design her wieder. Auch hier, wie beim Heut Helix. Die Wurfarmdämpfer kennt er von mir hier schon. Aber hier, es passen die Pro-Tiller-Bolts drauf. Erstmalig auf einem Bügelreiser. Und das Loch? Ja, ein Loch. Diese Wurfarmtaschen sind darauf ausgelegt, hier unten ein Loch zu haben, damit man jederzeit hinten drauf gucken kann und kann sehen, was hat man denn da eigentlich genau für einen Bogen in der Hand. Wie viel Zoll hat der? Was hat er für ein Zuggewicht? Das kann man sofort sehen, wenn man nämlich hier das Typenschild der ILF-Wurfarme sehen kann. Wie schon erwähnt, es ist ein ILF-Systembogen. Das ist natürlich schon mal per se super, weil ILF natürlich eine unglaubliche Flexibilität, was die Wurfarme angeht. Wie gesagt, beliebige Hersteller. Bei Formula ist das leider nicht mehr ganz so. Da reduziert sich die Anzahl der Hersteller doch schon ganz erheblich. Hier bei ILF habt ihr noch nach wie vor die freie Auswahl. Auch hier schon leider schon wieder mit drauf, eine Halterung für ein Visier. Ich nehme die auch nie runter, weil das den Bögen nicht gut tät. Ich bitte das zu verstehen. Ansonsten habe ich hier einen Carbon-Klicker und eine Pfeilauflage von Shibuya, so eine selbstklebende. Erschien mir in dem Fall jetzt mal nicht ganz so schlecht. Ich wollte das mal ausprobieren und war auch sehr überrascht, wie gut das funktioniert. Auch hier original Holzgriffschein. Also Griffschale finde ich prima. Das hier vorne habe ich ein bisschen, da war ein kleiner Fehler im Lack. Ich habe den einfach komplett runtergeschliffen und habe das dann so outlined wirken lassen. Das sieht jetzt schon fast aus wie eine Klinge. Ich fand das designtechnisch gesehen jetzt mal gar nicht so eine schlechte Änderung. Ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Und auch hier wieder Stabi-Buchse nach hinten. Sehr exzellent. Also es lässt sich hier hinten, hinterm Griff, habe ich noch einen angebracht, weil im Gegensatz zum Helix hat der hier leider kein Dämpfungselement mehr drin. Der Helix hatte das, ich fand das eigentlich ganz gut. Ich habe das nachgemacht, indem ich einfach hier hinten noch so einen Ball drauf gegeben habe. Und jetzt ist das Ding hier wirklich, wie man so schön sagt, dead in the hand. Nichts mehr mit Vibrationen, da geht nichts mehr auf die Knochen. Ist ein äußerst schöner Bogen. Auch der Bügel hier hat jetzt hier so eine Quereinbuchtung noch. Auch hier oben ist das Material jetzt hier noch so eingebuchtet. Das soll zusätzliche Stabilität noch geben. Was ist an dem hier so besonders? Es ist der letzte Heut ILF Bogen mit Tag Riser dran. Danach kam leider kein weiterer mehr. Und der Bogen ist eigentlich baugleich
von der Geometrie und so weiter her, wie der Formulabogen Prodigy XT. Der sieht fast genauso aus. Also kein Witz, der hat sehr viele Elemente von dem hier im Prodigy XT mit drin, nur halt eben auf der Formulasystembasis, was den Prodigy XT übrigens zu einem der besten, wie ich finde, Formulabögen überhaupt macht. Den habe ich sogar in 27 Zoll, aber das nur so am Rande. Der war richtig teuer, also für den habe ich, wenn ich alles andere mit abziehen würde, 450 für hingelegt. Das war mir aber auch wert, weil diesen Bogen werdet ihr so nicht sehen. Wenn ihr mal so etwas seht, ein GPX in einer Anzeige, dann könnt ihr mal auf die Preise achten, die klettern übelst nach oben bei der Auktion. Das ist ein Einhorn. Wer so ein Ding besitzt, gibt ihn in der Regel nicht wieder her, weil der Bogen ist spitze, was man damit machen kann. Der ist sehr gut. Da muss man schon wirklich Not am Mann haben, dass man sowas verkauft. Freiwillig würde ich meinen auch nicht rausrücken. Arschteuer. Wenn ich jetzt schätzen sollte, kriegt man bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel einmal in 5 Jahren eine Anzeige mit so einem Bogen. Wesentlich öfter nicht. Alle anderen Dinger kriegt ihr vielleicht pro Monat, sagen wir mal im Vierteljahr, eine Anzeige zu sehen. Also die sind relativ gut zu bekommen. Das hier war eine Odyssee der besonderen Art. Diesen Bogen habe ich schon sehr lange gesucht. Ich bin dann von dem Schützenkollegen aufmerksam gemacht worden. Geh doch mal nach Facebook und guck da mal nach Rikis Archery Outlet. Habe ich getan. Dahinter verbirgt sich Rick van den Oever. Das ist ein ehemaliger, ich glaube sogar Olympiaschütze. Ist ein Top-Typ, richtig nett und freundlich. Und der verkauft jede Menge Bogenzubehör. Alles, was er so gebraucht, irgendwo selber erwirbt, der macht damit Handel. Geschäftsauflösungen, dann kauft er teilweise die gesamte Geschäftsmasse auf und verhökert die im Internet. Der hat aber faire Preise. Das ist das eine. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, sag mal, wie sieht das aus? Hast du irgendwie eine Chance, an so ein GPX ranzukommen? Er sagte schon, oh nee, keine Chance. Kannst du vergessen, wenn die Dinger angeboten werden, sind die Dinger ratzfatz weg. Ich dachte, halt mal trotzdem deine Ohren offen. Wenn du was hörst, dass einer einen verticken möchte, dann sagst du Bescheid. Und da hat er noch gleich nächsten Tag später oder so mich kontaktiert, hat gesagt, du pass mal auf, Kumpel von mir aus Belgien, von dem habe ich den, der möchte seinen ganz gerne verkaufen und sich einen anderen Bogen holen, weil für das, was der macht, ist der nicht zu gebrauchen. Ich dachte, okay, gekauft. Ich weiß auch mittlerweile, was der gemacht hat und warum der nicht zu gebrauchen war. Das stimmt in der Tat. Der hat eine Bogensportart betrieben, die sich Popinjay nennt. Kennt man hier bei uns in Deutschland eigentlich nicht. Da ist ein Mast, 25 Meter hoch, glaube ich. Oben an dem Mast ist ein Truthahn oder andere Vögel. Und man schießt mit einem Pfeil, der vorne eine Gummispitze hat, meistens so ein Flummi oder sowas in der Art, von unten nach oben. Und dabei ist natürlich eine Pfeilauflage echt schlecht. Das ist etwas, was man mit einem Bogen macht, der über Schelf geschossen wird. Anders geht das gar nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich hier unten komplett einmal Skateboard-Tape drüber geklebt habe. Der hat es nämlich geschafft, über diese Pfeilauflage zu schießen und hat bei der Gelegenheit diesen Bereich der Pfeilauflage komplett versaut. Da ist bis aufs blanke Metall alles abgerubbelt gewesen, durch die Pfeile, die da lang gerutscht sind. Fand ich jetzt nicht so schön. Aber ich dachte mir, pack da mal dein geliebtes Skateboard-Tape drauf. Das sieht jetzt erstmal viel schöner aus, optisch, und hat auch einen Schutz. Weil wenn ich nämlich jetzt selbst meinen Pfeil einlege und ich dann hier abrutsche und hier vorne drauf knalle, mache ich mir selbst auch nichts mehr damit kaputt. Das ist eigentlich jetzt auszuschließen. Einen Bergerhol-Protektor brauche ich hier nicht, weil die Shibuya-Pfeilauflagen
die stoßen halt nicht gegen den Lack. Also habe ich das auf die Art und Weise gefixt gekriegt und noch, ich sag mal, in einen Zustand bekommen, den man vorzeigen kann, ohne dass man sich dafür schämen muss, warum hier so viel Abgerubbeltes drauf gewesen ist. Neu lackieren wollte ich ihn jetzt nicht, das wäre zu teuer gewesen, hätte sich nicht mehr gelohnt. Trotzdem ist das ein wahnsinnsgeiles Ding. Er schießt super, fühlt sich noch besser an. Und wie gesagt, eigentlich musste ich den schon allein deswegen haben, weil er so extrem selten ist. Ich würde sagen, der hier kommt für mich direkt nach dem Hoyt Helix. Ganz direkt danach. Ein klasse Ding. Am Anfang war ich etwas skeptisch. Ich dachte mir, Mensch, nochmal hier vorne ist denn echt nicht so allzu viel Material. Wenn das sich jetzt mal so in diese Richtung verbiegen würde, dann würde es doch den Reißer kaputt machen. Tut es nicht. Also ich kann euch versichern, dass es trotzdem, dass hier relativ dünn ist, trotzdem stabil genug. Frag mich nicht warum, ist einfach so. Klasse Ding. Ein Einhorn. Viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht so großartig sagen, außer dass er natürlich, wie gesagt, sich prima anfühlt. Die typische Hoyt-Geometrie, halt eben, die ist ein klein wenig aggressiver. Das muss man auch noch sagen. Das ist wie beim Prodigy. Der Winkel hier, der hier vorne so runter geht, ist nicht normal, wäre er so ein bisschen weiter runter. Also das D-Flex wäre weiter ausgeprägt. Der ist ein bisschen auf Aggro gemacht, aber das tut dem Bogen keinen Abbruch. Wie gesagt, schönes Teil und extrem selten. Ansonsten war es das wieder mal mit dem vierten Teil für heute. Wenn noch Fragen kommen, kannst du mir noch mal dieses oder jenes zeigen. Das ist übrigens nur mal so generell am Rande erwähnt. Wenn ihr bei den Bögen, die, also den Reisern, sind ja keine Bögen, sind nur die Mittelstücke, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr sagt, oh, da würde ich mir gerne noch mal etwas genauer angucken, kannst du das noch mal in die Kamera halten, dann mache ich auch gerne Updates. Also dieses Museum, das ich hier jetzt aufgemacht habe, ist updatebar. Es kommt nur darauf an, ob Fragen gestellt werden, wo es dann auch Sinn ergibt, ein Update zu bringen. Aber wenn es denn eine solche Frage gibt, wo es dann Sinn ergibt, werde ich das gerne tun. Wenn ihr generell Fragen habt, wie ist der im Vergleich zu dem oder der im Vergleich zu diesemjenigen, könnt ihr die auch gerne loswerden. Nur bitte zu die Vergleichsfragen möglichst zu den Bögen, die ich euch hier vorstelle, weil das sind die, die ich auch habe, über die ich dann logischerweise auch eigene persönliche Erfahrungsschätze habe. Einen Bogen, den ich nicht besitze, kann ich auch schlecht bewerten. Kann ich nur noch optisch was zu sagen, ob er mir gefällt oder eben nicht. Das mit dem Hinterkopf behalten. Ansonsten schönes Gerät. Ich würde ihn euch empfehlen zum Kaufen, wenn ich wüsste, dass ihr einen bekommen könnt. Leider weiß ich sehr genau, ihr werdet keinen kriegen. Wer es haben will, wird genauso wie ich sich die Fingerkuppen wund tippen müssen bei den entsprechenden Kleinanzeigenbörsen und zwar jeden Tag, bis sich eine Chance auftut, einen zu bekommen. Und dann heißt es schnell sein. Schneller als die Konkurrenz, weil in diesem Fall fängt der frühe Vogel wirklich den Wurm. Aber wer weiß? Vielleicht bringt ja heute zum 60. Jahrestag noch einen weiteren davon raus. Wer weiß das schon so genau? Das weiß nur heute ganz alleine. Schade finde ich halt eben, dass diese stabilisierenden Bügel bei heute Mangelware geworden sind. Denn das war, wie gesagt, schon der letzte der ILFs, die so etwas überhaupt haben. Mitgezählt, es sind genau drei. Vier. Einer fehlt noch. Aber der ist vor dem hier gemacht worden. Das ist definitiv der letzte ILF. Es sind wenig Bögen, die über dieses Feature verfügen und es gibt vielleicht nicht viele, die es zu schätzen wissen. Nichtsdestotrotz ist das ein gutes Feature. So, wir sehen uns beim nächsten Teil. Tschübidü!